was zuvor geschah. I'll die out here. I don't care. You're a murderer, Lily. We can't have you with. What happened? Holy shit! Get off of me! I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. It's on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Ja, warte. Die Clementine hat doch die Blätter nachgemalt mit dem Bleistift. Das heißt, Clementine hat einen Bleistift und den holen wir uns jetzt. Und dann können wir die nachmalen, weil diesen Druck auf den Notizblock kann man ja auch genauso nachmalen wie die Blätter auf dem Papier. Clementine, gib mal deinen Stift bitte. There's a notepad on the train. Do you have any pencils or anything in your pack? No, I wish. Maybe in the RV. What do you need it for? There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Ach, die Kleine ist süß. Wenn du es nicht brauchst, ich nehm's. Gut, dann schauen wir mal, ob wir... Ach. Ja, hast super da angeguckt. Jetzt geh rein. Ja, ich will eigentlich nur Stifte und die saß hier. Ist da vorne was? Uah, Kameras schwenk. Da ist was. Pencil, nimm. Vielen Dank. Dann können wir auch schon wieder gehen. Stopp mal. Was ist dieses Banang da eigentlich? Kann man das nehmen? Nee, okay. Dann geh raus. Gut, wir haben einen Stift. Wir können jetzt das Notizbuch nachkritzeln. Voll Spionage-like hier. Krasse Sache. So, und dann gehen wir mal weiter. Ich sehe gar nicht, wie lange nehme ich schon auf? Eine Stunde schon. Krasse Sache. Mein Gott. So, dann wollen wir mal da rein. Und jetzt wollen wir Pencil mit Note. Pad benutzen. Perfect. Tada. Can you read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Da Fuck 6. Runter, runter. Ui. Aufstoßi. Ui. Runter, runter, die lange nach oben, langer nach oben, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Waagerecht, senkrecht. Nach links drehen, nach rechts drehen. Oh, ob ich mir das merken kann. Oh, fuck. Fuck it. Ja, jetzt fängt schon an. Kann ich auf mein, ja, kann ich drauf gucken. Die 6 ist das, okay. Die 6. Nein, ich will's benutzen. Ich hab's vergessen. Moment. Runter, runter. Okay. Ja, ist gut. Ich kann nicht mehr raus. Hallo? Ich komme nicht mehr raus. Hallo, Bug. Was geht mit dir? Ich kann nicht mehr raus. Ich drücke alle Knöpfe. Es passiert nichts. Ich drücke Escape. Geh zurück. Es passiert nichts. Hallo. Ich würde gerne zurück aus diesem Menü gehen. Jetzt habe ich den Windows-Button gedrückt. Moment. Meine Aufnahme. So. Gut. Ja. Schön. Hauptmenü. Hatten wir ja schon mal sowas. Hauptmenü, spielen. Wehe, du hast nicht richtig gespeichert, Freund. Wehe, du hast nicht richtig gespeichert. Weiter. Alter, jetzt ist er da. Mann.
Gut, nehmen wir halt schnell die Cracker, machen das alles schnell nochmal. Das ist kacke. Ich darf an dem Ding nicht, nicht dran gehen. Mit dem Pad. Ich muss mir das irgendwie so merken. Habe ich hier irgendwo einen Zettel? Ah, da. Zettel. Ich male mir das gleich so auf. Weil wenn das Spiel abstürzt, wenn das 6, 5 war das, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das alles war. Schauen wir mal das Notepad an. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. So. I can kind of see the indentations from the writing. Ja, so. Jetzt holen wir uns direkt den Stift, geben die Sachen ab, die wir gefunden haben, und dann sind wir auch schon wieder genauso weit wie vorher. Okay. Dann schauen wir uns das an. Machen das. Also ich schreibe das dann auch vorher auf, weil ich habe keinen Bock, dass das dann wieder abstürzt. Ich konnte gerade echt nichts drücken. Irgendwie ist die Zurückfunktion nicht gekommen. Schade. Ein kleiner Bug anscheinend. Und ich finde ihn wieder. Super. Geh mal nach vorne, nimm den Stift mit. Komm. Komischer Kameraschwenk. Nimm die Kamera. Ach, Kamera. Nimm den Stift. So. Raus hier. Gib dem mal das Wasser und die Quelle. Gebe ich den die Wasser? Ich könnte es natürlich auch behalten für Clem. Ach, ich gebe es einfach ab, ey. Scheiß drauf. Hallo. Jetzt geht es aber gut hier. So, kann ich das irgendwie wegdrücken? Ich möchte das nicht wieder hören. Ich möchte das nicht hören. Mann. Mann. The most trouble I ever have is making him use a fork. Thank you, Lee. Thank you, Lee. Und jetzt geben wir noch Wasser. Und dann redet die über irgendwas von Allergie gegen Bienen und dann ist gut. Here, found some water. Oh, thank you. Perfect. He's so. Allergic to bees. Is that right? It's all I can keep thinking about. Hey. Somehow that matters. It doesn't. I know. Well, I don't. But you're probably right. Wir kennen das noch nicht. Wir haben das jetzt zum ersten Mal gehört. So. Katja, danke für deine Hilfe mit... Clem reden wir jetzt mal nicht, hat uns ja eh nichts gebracht. Außer, dass er den Notizblock will. Was für ein Geier. Und wir gehen da hoch. Dupdidu. Ich zeichne mir das dann gleich ganz toll auf hier. Hab ich so einen Stift. Ich glaube, der erste war 6. Dann male ich mir das gleich auf. Perfekt. Zweite war 5. Und der andere war 9. Du kannst einfach die Schritte folgen, um den Engine zu bekommen. Sounds good. Okay, dann male ich mir das jetzt kurz auf. Kleine Sekunde. Ich lasse alles laufen. Mal mir das hier so kunstvoll auf, wie es geht. Also nicht kunstvoll. Und ich habe zu weit rechts angefangen. Das wird eng. So. So, so, so. Dann ist der so. Und der ist so. Und 9 ist einmal so komisch. So nach links und der ist das gleiche, nur nach rechts. Ja. Gut. Wunderbar. Mach. Also. Runter, runter. Hoch. 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 Und hoch. Son of a bitch! Whatever you did, lit the dash up. Oh yeah. So far so good. Jetzt gehen wir auf die 5 und drehen den auf waagerecht. Now we're talking. Und an der 9, die ist draußen. Okay, das machen wir dann draußen an der Tür. An dieser Motorraumtür. Und dann können wir Zug fahren. Tschu-tschu. So. Ich mag Züge. Der musste kommen, oder? Naja, okay. 9 erst nach links und dann nach rechts. Links. Und jetzt nach rechts. Cool. Es läuft. Holy shit, we're golden. What about Duck? What about him? Look, Kenny, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear Cat? We don't know shit, Lee. Let's fucking enjoy this.
Ist halt ein Vater, der will seinen Sohn nicht aufgeben. Das wird noch schwer mit denen. Naja, ist in jedem Zombie-Film. Irgendwann wird das Kind infiziert oder die Eltern und dann wird's schwer. The fuck, Swattle? Swattle. Ja, schön. Damn it. Warum? Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Unstuck, okay. Solange wir jetzt nicht irgendwie Zombies aufgescheucht haben. Oder der Mensch, der hier wohnt, sich jetzt beschweren will, dass wir... Ja, ich weiß, glaube ich, wohin. Geh einfach mal da durch. Und hoffe, dass der Typ, der hier lebt, mir jetzt nicht entgegenkommt. Ist hier hinten eine Tür? Nee, da kann ich gar nicht hin. Okay, dann geh mal raus. Ist das da hinten? Da ist eine Tür. Wo komme ich da hin? Wo ist denn die Raste reingegangen? War das doch hier? Ah, ich kann da rüber. Ah, da. Ah, und dafür brauche ich das richtige Werkzeug anscheinend. Aber habe ich anscheinend dabei. Wunderbar. Hey, Kenny, we're loose. Kann ich jetzt hochklettern? Was ist das denn? Derailed. Oh, entgleist. Okay. Ah, okay, ich bin auf der anderen Seite raus. You touch any of my stuff? Oh. I took the lamp of the train routes. That's fine, you can have that. Really? Yeah, I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Scheint ganz in Ordnung zu sein, der Kerl. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy, Ben too. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. Dauert nicht mehr lang. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Okay, er gehört jetzt wohl mit zur Gruppe. Hey, Chuck. Howdy. Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right. Fine, then. I'm sorry. I do like being around y'all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. And this one's got a good spirit. That's some kind of something. Where are you from? You live around here? Georgia boy. You saw where I live. I'll talk to you later.
Hope so. Redselig ist er nicht. Naja, gut. Ich würde sagen. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. Wir fahren los, würde ich sagen. Left, so just gather whatever you have. Let's go. Wanna ride? Well, it sounds like you're taking my home. Yes, then. And find anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Duck's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Uh-oh. We can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, Cat. Oh, man. I'll be up front. Das wird noch ärger geben. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Na gut, aus geht's, auf geht's! Oh, ich hab keinen Arm mehr. You gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect, son. There were more of us. Dad get them? No. Ah, Livin' got them. Lee! Lee, I need you right now. I need you to go get Ken. What's up? Would you get that off his face? My hands are full here. Oh, boy. Thank you. Could you just get that off his face, please? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Die Mutter scheint vernünftig zu sein, nur der Vater wird's nicht einsehen. Das ist das Problem. I'm gonna go get Kenny. Hold on tight in case the train stops fast. I'm gonna get this train stopped right quick. Okay. Und du weißt auch Bescheid? Stopping the train. Stay put. Okay. Oh, er ist noch ein bisschen mitgenommen. Zug fährt nach rechts. Okay, dann muss ich auch nach rechts laufen. Gut, ich war jetzt gerade verwirrt, wo ich jetzt eigentlich lang muss. Zombies dürften ja hier nicht drauf sein. Außer Kenny hat sich jetzt verwandelt. Das wäre ja voll krass, wenn das jetzt passieren würde. Sieht aber nicht so aus. Stop the train. Machst du? Kenny. What? Ken. What the hell's that? The beginning of a walker. He'll be fine. We get to the coast and maybe meet up with people who have this shit figured out. Wake the fuck up, man. This is over. He's dead. Don't you tell me to wake up.
I got a real family I'm trying to protect, not that fucking sham you're running back there. I don't know what the hell is wrong with you, but you need to lock it up. Be a man here. Oh, you want a piece of me? Is that it? I just want to talk, Ken. Relax. Then talk. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. You're in denial. And you've given up. On Duck, on everyone. Stop it, goddammit. Fuck you, Lee. You're gonna listen. Or what? Knock this shit off. So, you want to fight then? Ich will nicht kämpfen. Let's just talk, man. Whatever. You couldn't save Herschel's son then, and you can't save Duck now. Shut your mouth! So you're running like a coward. Verdammt. Nein, 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 nein. Just leave me the fuck alone! I don't need you, and Duck doesn't need you! Nein, 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 diesmal nicht. Diesmal schlägt mich nicht. Nein. I told Kaja I'd get you to stop this, and you bet your ass I'm gonna. Nix da. Nein. Give a fuck that we don't get along. I'm not letting you do this to Cat and Duck. Was? Lass die Hand. Endet das jetzt auch nochmal? You wanna hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you're fucking lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. Ich will da jetzt mal normal. I'm sorry. Geht doch.